Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ja wirklich löblich, dass die FDP sich Sorgen um die soziale Marktwirtschaft macht. Und ich fange mal mit dem Gemeinsamen an, diese Sorgen teilen wir. Allerdings nicht, weil Juso-Chef Kühnert Positionen formuliert hat, die früher mal sozialdemokratische Selbstverständlichkeiten waren, sondern weil Sie alle seit Jahren mit Ihrer Politik dazu beitragen, dass das Wohlstandsversprechen der sozialen Marktwirtschaft für immer mehr Menschen zu einer hohlen Phrase geworden ist. Das ist doch das Kernproblem. Erst gestern hat das DIW Zahlen veröffentlicht, die eigentlich Anlass für eine Aktuelle Stunde zum Zustand unserer Wirtschaftsverfassung hätten sein sollen. Nach diesen Zahlen ist der Löwenanteil der Einkommenszuwächse seit den 90er Jahren bei den oberen 10% der Haushalte angekommen, während die Ärmeren sogar Einkommen verloren haben. Und der Anteil derer, die trotz Arbeit arm sind, hat sich in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppelt. Und da reden Sie von sozialer Marktwirtschaft. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, dass von einer sozialen Marktwirtschaft nur die Rede sein kann, wenn entsprechend der wachsenden Produktivität, alles Zitat, echte Reallohnsteigerungen möglich werden. Entsprechend der Produktivität echte Reallohnsteigerungen möglich werden. Nach diesem Maßstab ist es ein Hohn, eine Gesellschaft noch soziale Marktwirtschaft zu nennen, wo jeder Vierte für einen Lohn arbeitet, von dem man nicht anständig leben kann und wo beispielsweise bei den Zustellern die Löhne um über 20% gesunken sind in den letzten Jahren. Und der kluge Mann, den ich gerade zitiert habe, der hieß übrigens Ludwig Erhard, auf den Sie sich alle so gern beziehen. Und auch wenn das böse E-Wort bei Ihnen sofort Schnappatmung auslöst, ja, es ist dringend nötig, über Enteignungen zu reden. Und zwar über die Enteignungen, die Sie alle gemeinsam mit Ihrer Politik verursacht haben. Denn was anderes als eine Enteignung war das doch nicht, als mit den Agenda-Reformen in Deutschland einer der größten Niedriglohnsektoren in ganz Europa geschaffen wurde. Prekäre Jobs, Leiharbeit, Dauerbefristungen. Das war eine Enteignung und ist eine Enteignung von Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Da haben Sie keine Aktuelle Stunde beantragt. Oder reden wir über Hartz IV. Auch wer viele Jahre lang geschuftet hat und eingezahlt hat in die Arbeitslosenversicherung, der verliert nach einem Jahr Arbeitslosigkeit alles, was er sich im Leben aufgebaut hat. Ja, was ist das anderes als eine kalte Enteignung? Aber niemand von Ihnen echauffiert sich darüber und macht das zum Thema. Oder nehmen Sie die Mietentwicklung. Ganz aktuelles Thema. Seit Jahren schauen Sie untätig zu, wie in den Städten die Mieten explodieren und wie immer mehr Familien aus ihren Wohnbezirken verdrängt werden, während die Deutsche Wohnen oder auch Vonovia Gewinnrekorde vermelden. Und ihre Mietpreisbremse, die ist so zahnlos, dass sie das doch nicht verhindert hat. Das ist doch das Problem. Und Sie hätten etwas dagegen machen können mit einem wirklichen Gesetz zu einem gesetzlichen Mietpreisstopp. Aber nichts haben Sie gemacht. Und jetzt, wo die Menschen beginnen, sich gegen diese Enteignung zu wehren, jetzt fangen Sie plötzlich an, sich Sorgen um die Grundfesten der sozialen Marktwirtschaft zu machen. Ich finde und wir finden, das ist wirklich bezeichnend. Und wenn man sich die FDP so ansieht und auch ihre Rede, Frau Kollegin, da muss man sagen, es ist wirklich traurig, was aus der großen Tradition des politischen Liberalismus geworden ist. Denn es gab ja durchaus mal eine Zeit, als Liberale noch wussten, dass Unternehmen vor allem denen gehören sollten, die in ihnen arbeiten und nicht etwa Finanzinvestoren, die sie in Melkkühe für kurzfristige Maximalrenditen verwandeln und auch nicht Erbendynastien, die wie das Geschwisterpaar Quandt und Klatten leistungslos 3 Millionen Euro Dividendeneinkommen jeden Tag aufs Konto überwiesen bekommen. Das ist für Sie eine liberale Gesellschaft. Das ist für uns Feudalismus. Und ich zitiere Ihnen was, wenn Sie vielleicht gnädigerweise zuhören, statt immer dazwischen zu schreien. Ich zitiere was Schönes. Heute konzentriert sich der Zuwachs an Produktivkapital aus Gewinnen in den Händen weniger Kapitalbesitzer. Das ist gesellschaftspolitisch gefährlich, sozial ungerecht
und mit den liberalen Forderungen nach Gleichheit der Lebenschancen nicht vereinbar. Machen Sie da auch eine Aktuelle Stunde, wenn einer sowas sagt? Das stand nicht im Marx'schen Kapital. Das stand im Freiburger Programm der FDP. Da waren Sie mal, aber da sind Sie weit davon weg. Und ich finde, statt sich mit Ihrem hemdsärmlichen Ellenbogenliberalismus zu blamieren, sollten Sie lieber mal darüber nachdenken, warum wachsende Ungleichheit historisch immer wieder dazu führt, die Fundamente der Demokratie zu untergraben. Wir halten das für eine gefährliche Entwicklung. Und deshalb stehen wir an der Seite all der Menschen, die sich dagegen wehren. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Kerstin André, Bündnis 90 Die Grünen.